So, Aufräumen ist angesagt und die Schriftrolle wollten wir uns noch angucken. Eine magische Schriftrolle. Eine schäbige magische Schriftrolle. Was für ein? Das wäre irgendwie auch recht hilfreich. Na gut, dich essen wir auf. Hier in der Mitte ist nichts. Eine ordentliche Axt. Geh mal aus dem Weg da. Zu schwer. Ein Goldnugget, Goldmünzen. Zack, 9 Stück. Noch ein Goldnugget. Also ja, sollten wir später alles einsammeln, aber... Oh, Spinne. Dieser Kuss wusste ich so aus, als wenn sie uns gar nicht angreifen wollte, aber... So, kaputt. Da waren wir noch gar nicht. War es das echt hier schon? Okay, das Gebiet kam mir irgendwie größer vor. Aber das wird dann die ganzen Würmer und Spinnen gelegt haben. Oh, und da war gerade, glaube ich, der Imp. Hab dich gesehen. Da hinten wieder irgendwo. Ja, da bist du. Und rot. Und nicht wieder fliehen. Nicht wieder. Ha! Aus der Luft geholt. Sehr schön. So, wer bist du? Roderick. Haha, ein weiterer ist gekommen, um den Chaos-Ritter zu besiegen. Nun gut, mal sehen, wie schnell ich dich töten kann. Was? Oh. Das war so nicht geplant. Vor allem haben wir keinen Heilzauber vorbereitet. Wow, wow, hey, hey, hey. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alle weg. I, B, M. Hallo. Wow. Der Chaosritter hat seinem Namen echt alle Ehre gemacht. Weg. Wir müssen ganz weit weg und müssen schlafen. Und zwar Licht aus. Jetzt. Und wir sind tot. Okay, nicht in die Nähe des Chaosritters kommen, während wir vergiftet sind, keinen Heilzauber haben und was weiß ich. Journey onward 19. So, du kommst mal mit Essen. Sonst war hier noch Gold, das ich mitnehmen wollte. Dann sollten wir den Zauber ändern. Und nicht in die Richtung von dem Ritter gehen. Oh, noch mehr Gold. So, da oben ist gerade der Imp gewesen. Aber den lasse ich erstmal rumimpen, ist okay. Gucken wir, was hier unten ist. Spinne. Das ist auch eine gute Idee, die alle umzubringen. Oben war ja auch noch eine. Nicht, dass bei unserem legendären Kampf gegen den Chaosritter irgendwo eine Spinne auftaucht, uns vergiftet und wir davon dann zugrunde gehen. Das wäre nicht so schön. Na komm. Die war auch wieder so komisch passiv. Ein Treffer. Noch kein Gift. Sehr schön. Und kaputt. Da geht's runter. Ich glaube, wir sollten noch nicht runtergehen. Zauber vorbereiten. Obwohl, wir können noch ein, zweimal den hier zaubern. So. Dann dich weg. Dann einmal Licht. So. Und jetzt Heilzauber. So. Du kommst mit, wird's gegessen. Du kommst mit, wird's gegessen.
Und da geht's auch runter. Nee. So, wo war der Chaosritter? Damit ich weiß, wo ich nicht lang soll. Hier ist die Spinne und dahinter ist der Ritter. Und da, guck dir das mal an. Die Spinne tastet hier ganz ruhig, friedlich lang. Die macht gar nichts. Aber es ist eine Spinne. So, Spinne kaputt. Da geht's auch hoch zum Chaosritter. Na gut, gehen wir zu den eigentlichen Rittern. Wo wir ja auch schon hin wollten. Du, sprich. Wer bist du? Ich bin Gerugon. Ich bin Bin, ein Mitglied des Ordens der Ritter von Crux Ansata. Guter Herr, du scheinst mutig und gut ausgerüstet für die Reisen hier unten am Biss. Bitte hör dir meine Geschichte an. Na gut, erzähl sie. Es ist keine glückliche Geschichte, mein Herr, aber ich werde sie dennoch erzählen. Sir Roderick war einst ein Mitglied unseres Ordens, aber er hat die Prinzipien hintergangen und nennt sich nun der Chaosritter und terrorisiert die gesamte nördliche Umgebung. Seit dem Angriff... da der Angriff von vielen auf einen Einzelnen unehrenhaft war, hat unsere Anführerin Dorna mich ausgesucht, ihn zu bekämpfen. Okay, ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Als ich jedoch die alte Banketthalle im Norden betrete, wurde ich plötzlich von Sir Roderick angegriffen. Er hat mich immer und immer wieder angegriffen. Und obwohl ich ihn mehrmals getroffen habe, scheinen meine Schläge wenig bei ihm ausgerichtet zu haben, außer seine Wut zu entfachen. Er hat mich durchgehend beleidigt und provoziert, während wir gekämpft haben. Und hat auf keine Versuche reagiert, ihn zu besänftigen. Und wie ist der Kampf zu Ende gegangen? Nach mehreren Minuten blutete ich von mehreren Wunden und dachte, meine Zeit wäre vorbei. In einem letzten Akt der Verzweiflung habe ich mein Schwert nach ihm geworfen. Er hat es ohne größere Probleme blockiert, aber die Ablenkung hat gereicht, um zu fliehen. Nun, das ist meine Geschichte. Ich kann nicht nach Hause zurückkehren, bis ich Roderick besiegt habe und meine Ehre und die meines Ordens wiederhergestellt. Aber es wird eine Weile dauern, bis ich wieder kämpfen kann. Also warte ich hier, weit weg von den Trollen und anderen Biestern, um meine Kräfte zu sammeln. Und er hat auch kein Schwert mehr. Das dürfte das Ganze auch schwierig gestalten. Du hast vor, ihn noch einmal anzugreifen? Ich gebe meinen rechten Arm dafür, noch einmal gegen diesen Dieb zu kämpfen. Zu zweit dürfen wir nicht angreifen. Also die Vorschläge sind, entweder sollte er sich ausruhen, oder wir sollten ihn angreifen, oder wir sollten zusammen ihn angreifen. Aber seine Anführerin hat ja gesagt, dass zusammen ihn angreifen unehrenhaft wäre. Also werde ich es versuchen. Ich werde ihn suchen und töten. Und ist das da sein Schwert? Na gut, aber ich werde ihn jetzt nicht sofort suchen. Da wir ja wissen, dass er wirklich ganz schön zäh ist. Sondern das mache ich bei Zeiten. Erstmal gucke ich mich hier zu Ende um. Auch wenn hier nicht so wirklich zu sein scheint. Wirklich viel. Oh. Du bist nur ein Stein zum Schmeißen. Ja. Oder schießen. Öffnen. Und hier wird dann der Ritterorden drin sein. Sicherer Außenposten voraus. Sei vorbereitet. Hallo? Hallo, edle Person. Wir sind hier in den Ruinen einer einst großen Zivilisation. Vernichtet durch Gier, Elend und Leid. Das klingt schrecklich. Was ist passiert?
Früher hättest du uns unserer ganzen Glorie sehen können. Aber das Ganze hat sich geändert und die Mauern sind zerfallen. Und nicht einmal der Stärkste von uns kann hoffen zu, also wieder aufzubauen, das, was Kabirius gebracht hat. Wie war es denn vorher? Es war wunderschön. Wir würden die Zeremonie in den Hallen jeden Tag besuchen. Manchmal würden wir auch hinuntergehen und den Golem zu einem Test der Stärke herausfordern. Ein Golem. Okay. Ein Test der Stärke. Ein Golem residiert auf einer Insel umgeben von Lava im Land der Seher. Wir würden unsere Schwerter und Schilde nehmen und auf die Insel springen und dann den Golem bekämpfen. Es wäre unzerstörbar, aber ehrenhaft und galantrös, mutig, sowas in die Richtung. Aber obwohl es nicht zerstört werden konnte, haben wir jene kongratuliert, die gut gekämpft haben. Wenn man gut genug gekämpft hat, hat er einen belohnt. Okay. Die Seher leben also unten, richtig? Ja, falls der Golem immer noch existiert, würde er da sein. Vielen Dank. Das klingt schon mal interessant. Und die Einwohner hier scheinen doch sehr nett zu sein. Was haben wir hier? Erstoffizier. Rüstungsschmied. Hallo, Rüstungsschmied. Willkommen, Reisender. Wie kann ich dir helfen? Eigentlich würde ich gerne Rüstung haben, aber will wohl vorher ein wenig reden. Erzähl mir von Dingen, die es auf dieser Ebene gibt. Ah ja, diese Umgebung ist wirklich sehr schön erschaffen worden. Wir haben viel davon selbst erschaffen. Mit einiger Hilfe der Künstler aus Minok. Oh, ich mag Minok, da habe ich immer angefangen. Und dem Gebirgsvolk. Es gibt viele Gegenden, die Interesse wecken könnten. Okay, was für Wunder genau wären das? Im Nordosten gibt es ein Puzzle des Ochsenfrosches. Gemacht von dem Gebirgsvolk, die eine Liebe für Frösche hatten. Okay. Also Nordosten Puzzle. Im Nordwesten ein Irrgarten von Silas, einem Steinarbeiter. Hinter dem Irrgarten ist die Tür der geschmückten Schalter. Welches das Tor öffnet zu dem Ruheplatz eines unseres Ordens. Es gibt eine mit Wasser gefüllte Gegend. Im Westen des Abyss-Vulkanischen Centers. Der Wasserfall ist auch etwas, was man begutachten könnte. Erzähl mir was von dem Ochsenfrosch-Puzzle. Hinter dem Puzzle im Nordosten ist ein Eingang zu den Katakomben darunter. Um den Eingang zu erreichen, muss man ein Gebiet überqueren, das von Wasser umgeben ist. Es wird gesagt, dass wenn man die Schalter und Hebel in der Gegend benutzt, man einen sicheren Weg auf die andere Seite erschaffen kann. Es ist Jahre her, dass das Puzzle erschaffen wurde und die Lösung ist verschollen. Den einzigen Hinweis, den ich kenne, ist, dass ein Zauberstab dort gefunden werden kann, der das Rätsel in seinen ursprünglichen Zustand setzen kann. Okay. Was ist mit dem Irrgarten des Silas im Nordwesten? Der Irrgarten ist nun infiziert mit lauter Ungetier und zugerümpelt mit Schrott und Knochen. Aber es gibt wohl auch interessantere Dinge und geheime Kammern,
mit Gegenständen von einigem Wert. Aber er kann nicht uns genau sagen, was es sonst drin hat. Okay. Denn die Tür der schönen Schalter oder verschnörkelten Schalter ist hinter dem Irrgarten.